Ladies and Gentlemen, okay, ich bin das erste Mal gestorben. Das musste früher oder später passieren, das ist ja wohl klar. Wir sind nicht overpowered und machen hier 173 Runs ohne zu sterben. Was mich ein bisschen schockiert, ich habe schon 9% vom Spiel durchgespielt. Okay. Ja, ich habe gehört, der Bodo flucht. Ja, ich war bei Mom's Heart und Mom's Heart ist einfach so hart. Haha. Hart behaart oder was? Das ist krank. Nein, nicht hart behaart. Meine Fresse, wie die abgeht. Das ist ja wie so ein asiatischer Vertical-Shooter. Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen beim ersten Mal, als er dieses Drehkreuz gemacht hat. Da ist ja, das ist wirklich super krank. Ist mir auch aufgefallen. Ich spiele als nächstes mit Eve und ich glaube, ich habe Curse of the Darkness bekommen. Und könnt ihr mir mal bitte sagen, wie geil es ist, dass wirklich der komplett verfickte Raum dunkel ist? Bis auf ein paar Glühwürmchen siehst du nichts. Wie geil ist das denn? Ohne Witz, die haben so viel besser gemacht an diesem Remake, ich fasse es nicht. Einfach nur, wie flüssig Eve läuft. Das ist ein man hat Gefühl, dass du die Schritte einfach so mitlaufen können im alten Isaac. Und jetzt ist das, als würde sie gleiten, weißt du? Das ist so geil. Oh, Chemical. Wie komme ich daran? Ich kann das doch nicht aufsprengen, oder? Da ist direkt der Boss. Hier haben wir Chemical. Das ist geil. Ich einfach nur scheiße finde. Das ist echt Wahnsinn. Ich hab Chemical, da würde ich gerne haben, aber da weiß ich noch nicht, wie ich rankomme. Alter, schaut euch das an mit den ganzen Glühwürmchen. Man sieht ansonsten nichts, das ist so geil. Und, Distant Abdomination. Attack Flight, das ist, nichts Neues, gab's auch schon im Alten. Was labert denn ihr alle? Wir machen weiter. Coins, Schlüssel haben wir nicht. Können wir direkt zum Boss gehen? Bombe haben wir auch nicht. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie ich jetzt hier reinkomme. Ach, diese Minigirl. Oh mein Gott, die Bossräume sind ja auch dunkel. Yep. Ich sehe ja gefühlt nichts. Ach du Scheiße, da Rückstoß. Oh, Dead Bird. Oh, Dead Bird sieht auch komplett neu aus. Dead Bird, mach mal Schaden, bitte. Dead Bird macht sogar gar nicht so schlecht Schaden. Lustig, den habe ich auch gerade gefunden. Ja, ich starte mit Eve, deswegen habe ich den ja automatisch. Und das ist Latch Key, Luck Up. Okay. Das heißt, ich habe jetzt mehr Chancen auf Keys, oder was? Naja, für alle, die noch im Stream dabei sind, es ist nicht ungewöhnlich, dass ich bis spät in die Nacht streame. Just saying. Just saying. Bis spät in die Nacht ist aber auch nett gesagt. Ja, mein Gott. Könnte auch sagen, bis die Sonne wieder aufgeht, aber hey. Wie soll man denn da rankommen? Ja, das hat mich auch gerade gefragt, wie ich da rankomme. Kann ich das? Ich kann das nicht sprengen, ich kann gar nichts, ich hab nix. Ich würde sehr gerne an das Chemical rankommen, aber, sehr, sehr, sehr schade. Egal, gehen wir weiter. Kann man nichts machen. Basement 2. Ich hatte noch nicht einmal Keller, kann man sagen. Boah, das sieht so geil aus. Ich würde das Feuer am liebsten brennen lassen. Das haben sie richtig schön animiert. Ja, ihr habt es gestern geschafft mit eurem Hashtag FreeBodo. Jetzt ist er jeden Tag da, habe ich gehört. Ja. Okay, was sind denn bitte lila Fliegen? Die sind neu, die rasten aus. Alles klar? Die fliegen im sich Kreis. Ja. Okay, okay. Das ist noch ein kleiner Scheißhaufen, hey. Oh, wie ich diese Dinger hasse, ne? Endlich ist es weg. Okay, die sind wohl auch neu. Die haben so ein bisschen schlappriges Gesicht, habe ich das Gefühl.
komme ich leider nicht dran. Oh Gott, was sind das für Viecher? Okay, die gehen ja mal gar nicht. Die Riesenfliegen gehen ja mal gar nicht. Okay, da wäre wieder der Boss. Ich würde ganz gerne den Itemraum schon mitnehmen. Muss man eigentlich 4 volle Sacred Hearts haben oder geht auch ein halbes? 4 volle Sacred Hearts, what the fuck? Ja, um diesen einen Typen freizuspielen hier. Virgo? Ich habe Virgo freigespielt, ich habe keine Ahnung, was es bringt. Für wen freispielen, sorry nochmal. War das nicht der Teufel? Nee, für den Teufel musstest du 3 machen, der andere. Wen hast du nur noch freigespielt? Für einen musste man 4 Sacred Hearts haben. Also Sacred Hearts ja wohl kaum, Bodo, ja, right? Ja. Sacred Hearts wirst du garantiert so schnell nicht sammeln. AP ab. Du meinst Maggie, Magdalene. What the fuck? Nein, diese dunklen Herzen. Die sind doch random. Nicht die schwarzen, diese so. Anderen. Hä? Dunkle Herzen? What the fuck, alter Bodo, du sprichst in Rätseln. Ja, sorry, ich halt die Klappe. Nein, ich will wissen, worauf es hinausläuft. Du kannst einen Charakter freispielen, indem du... Der nur dunkle Herzen hat. Nein, nicht nur dunkle Herzen. Manchmal auch aus diesen What the fuck, was war das denn? Aus diesen, Oh Gott, Dinge. Blauen Steinen. Ja. Kommen doch auch manchmal Herzen raus. Ja. Ja, und wenn du von denen 4 Stück hast, dann kriegst du einen Charakter, steht irgendwo. Ach steht, so. Der Charakterauswahl. Meine Frage ist, brauche ich wirklich 4? Oder, also brauche ich 4 volle? Oder brauche ich, gehen auch 3,5? Keine Ahnung. Ich hasse den Scheißhaufen, ohne Witz, ne? Ich finde den viel zu stark. Er schießt Tränen und er rastet aus. Das ist mir ein bisschen zu viel. Du kannst es überhaupt gar nicht kontrollieren, was er macht. Kannst du gefühlt kannst ihn nur angreifen, wenn er Verschnaufspause macht. Alter, der ist voll krass. Also im Chat steht, du brauchst 4, Bodo. Ach, 4 blaue Herzen meint ihr für Lazarus. Okay, jetzt verstehe ich es auch. Ja. 4 blaue Herzen brauchst du. Und ich habe den Magic Mushroom. Oh, Stats up. Läuft. Das ist Guppy's Head, nehme ich an. Den nehme ich nicht mit. Nicht in diesem Run. Und ich habe... Ja, die Coins werde ich mir diesmal ein bisschen aufsparen. Oder gucken wir in den Shop, nur weil wir es können. Ja, gucken wir mal. Die ich Tasche will die Bibel ist wieder. Neu. Ach, guck mal, dieser Donation-Button geht sogar in den nächsten Run über? Das ist ja geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich dachte, das hattest du gefragt und das hätte ich dir beantwortet. Sag Level 1, nein, ich hatte gefragt von Ebene zu Ebene, nicht von Run zu Run. Wer hältst den? Das ist ja mega geil. Okay, damit habe ich das Achievement freigespielt. Läuft. Schade, dass ich an keine Bombe rankomme. Das nervt ein bisschen. Schade, dass ich das nicht aufsprengen kann, so. Ja gut, geh mal weiter. Leck mich am Arsch. Nee, Bodo, jetzt nicht. Jetzt gucken Leute zu. Immer passiert irgendein Scheißfehler. Boah, der ist aber auch übel für einen normalen Gegner in den Caves. Toxic Splash Damage. Ah. Splash? Oh. Splash Damage? Was ist das denn? Das ist ziemlich cool. Ich schieße giftige Tränen und wenn die Tränen auf den Boden aufkommen, dann machen sie Pfützen. Giftpfützen. Okay. Ich habe gerade irgendein Bibelzeug gefunden, aber nicht die Bibel an sich, sondern nur so eine Seite. Keine Ahnung, was das bringt. Okay. Das werden wir uns hoffentlich noch bei Zeiten angucken. Oder herausfinden, sagen wir es so.
Oh, jetzt hat er sich nach oben gedreht, habe ich fast nicht reagiert. Gott sei Dank, wenn man das Feuer ausschießt, wird es nicht übertrieben dunkel im Raum. Das war so meine erste Befürchtung. Dass du gefühlt das Feuer nicht mehr ausschießen darfst. Machen wir das? Ja. Wir trauen uns mal was, hä? Wenn ich bedenke, wie ängstlich ich war, als ich damals mit Isaac angefangen habe, und jetzt denke ich mir so, komm, mach mal. Man hat schon was gelernt. Huh, der wäre jetzt beinahe in mir gespawnt, das wäre beinahe schief gegangen. Oh, ich mache so wenig Schaden, ich hätte direkt Bock auf eine Bombe. Jo. Hat sich gelohnt, weil die sind jetzt so schnell down. Oh. Ich hasse auch Gegner, die im Boden verschwinden und dann direkt in mir wieder auftauchen. Ja, 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 das meine ich. Das ist dieser eine Gegner, der übelst kaputt ist im Kopf. Der verschwindet im Boden und spawnt in dir drin und du kannst gefühlt nichts dagegen tun. Das würde ich in diesem Run feiern. Alles. Das ist nicht gut. Der Run ist nicht gut. In dem Run würde ich gerade alles feiern. Der Run ist absolut nicht gut. Wow. Wow. Mach es halt einfach dunkel. Was wird bei dir so dunkel? Ich kämpfe gerade gegen Dark One. Keine Ahnung, ob der neu ist. Scheint wohl neu zu sein. Scheint neu zu sein. Rainbow Baby! Hä, das musste man damals freispielen. Jetzt ist es einfach so dabei. Ja gut. Wenn man jetzt 450 Items hat, ne, dann muss halt auch das, was man früher freispielen musste, muss halt jetzt einfach so dabei, sofort dabei sein. Ja, Brimstone und Inner Eye sind kombinierbar. Es ist jetzt mit Rebirth gefühlt alles kombinierbar. Ist natürlich geil, wenn es dunkel ist und du diese Toxic-Tränen hast und es einfach hell wird. Ja, das meinte ich vorhin mit, dass du dann diese giftgrünen Tränen, also ich hatte das quasi, das vorhin, was du jetzt hast, finde ich übertrieben geil. Sehr traurig, das hat mir gar nichts gebracht, dass ich gerade Darkborn getötet habe. Außer so ein Holy Heart. Ein Holy Heart ist voll scheiße. Ja. Was ist denn los mit dir? Ich fühle mich noch nicht so mächtig. Ist aber echt so, wir haben jetzt Knoggers, Zubats, Digdas. Volle Programm haben wir. Ja, 9 Münzen würde ich gerne mal in den Shop gucken. Der ist hier. So, Donation kann ich nicht mehr. Was macht das Schwein da eigentlich? Leider habe ich nicht genug Geld. War ich im Itemraum hier schon? Ich kann mir ehrlich gesagt nur wenig merken. Ja, waren wir. Ja, schauen wir uns den Boss an. Pestilence, hey! Oh, nö. Oh mein Gott, wie weit schmeißt denn der bitte seine verfickten Bomben, ey? Alter, der ist ja völlig krank. Hä, der ist ja viel heftiger als früher. Der wirft die übelst weit, die Bomben. Ist los mit dem Jungen? Ich kann mich nicht bewegen. Ey, ich konnte nichts machen. Ich konnte mich nicht bewegen. Boah, der ist übel geworden. Noch übler, als er eigentlich schon war. Alter, wohin er die Bomben schmeißt. Normalerweise in seiner zweiten Phase war der End einfach. Krasser Typ, Mann. Egal, Cube of Meat läuft. So. Ah, ich hab's wieder, Scapegoat. Jetzt weiß ich auch, wie es hieß. Ich hab schon wieder meinen Scapegoat. Der sieht aus wie einer von diesen Gegnern am Anfang. Und das ist total geil, weil der wird jetzt von denen angegriffen. Curse of the Maze, was auch immer sie mir damit sagen wollen. Och nö, nicht ein Scheißhaufen. Oh Gott.
Wer hätte gedacht, dass ich Scheißhaufen mal irgendwann echt hassen werde? Es gibt auch grundsätzlich viel weniger Scheißhaufen zum Kaputtmachen, ne? Also ich meine, dass es deutlich weniger Scheißhaufen gibt. Dafür mehr als Gegner. What the fuck? Was ist das denn? Boah, sind die krass. Wo bin ich denn gerade? Step One. Monstro 2. Ich bin Caves 2. Irgendeiner schreibt hier, dass deine Goat übelst deprimierend ist. Was ist übelst deprimierend? Deine Goat. Ein Scapegoat? Ja. Boah, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Was ist doch nicht übelst deprimierend. Sieht ein bisschen traurig aus, ja, aber... Hey. Boah. Jo, das war eine gute Bombe. Hat sogar noch zwei gedroppt. Das hat sich gelohnt. Jetzt habe ich viel Geld.